Hallo! Hier ist wieder euer Ronny Romantik und heute werde ich wieder Zuschauerfragen beantworten, denn es hat sich schon wieder einiges angesammelt. Und ich möchte noch hinzufügen, die ich heute nicht berücksichtigen kann mit meinen Antworten, die bekommen auf jeden Fall von mir eine schriftliche Antwort als Mail und schaut mal, eine Autogrammkarte von mir unterschrieben. Na, da werdet ihr euch sicherlich freuen. So, aber jetzt fangen wir mal an. Also, die Celine Chantal möchte wissen, ob ich im nächsten Jahr beim ESC mitmache. Also, liebe Celine Chantal, naja, nachdem ich ja in diesem Jahr nicht berücksichtigt wurde und statt meiner die Zweitbesetzung dieser Benjamin D. singen durfte, oder ja auch nicht, war ich ein bisschen verstimmt. Ich meine, er hat auch so eine schöne engelsgleiche Stimme wie ich, aber er ist natürlich nicht das Original. Also wenn im nächsten Jahr keine Jury entscheidet, sondern wieder das Publikum, da bin ich natürlich dabei und dann werde ich auch den Pott für Deutschland dann wiederholen. Das ist natürlich klar, ne? So, und dann gab es ja auch einen Brief. Schaut mal, so sieht das aus, liebe Jugendlichen. Früher hat man Briefe geschrieben. Also die Erna hat mir diesen Brief geschrieben und fragt, lieber Ronny, wann sehe ich dich wieder live auf der Bühne? Ja, liebe Erna Pachulke, ist im Augenblick natürlich schwierig wegen Corona, aber wir warten mal noch ein bisschen ab und dann werde ich natürlich wieder jede Bühne hier in der Region rocken oder jetzt demnächst vielleicht mal in einem Autokino auftreten. Lasst euch überraschen. Gut, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Mandy Jacqueline möchte wissen, ob ich eine gesangliche Ausbildung habe. Ja, Mandy Jacqueline, die habe ich. Ich singe schon seit Jahren beim größten Chor Deutschlands mit, bei den Onkels und den Los Dios-Konzerten und feile natürlich auch an meiner Stimme unter der Dusche. Deswegen ist meine Stimme ja so einzigartig und berührt jeden, ne? Selbst der berühmte Tenor Placebo Domingo hat schon mal über mich gesagt, Ronny Romantik, wer ist denn das? Und das hat ja schon was zu bedeuten, ne? So, und dann möchte der Kevin von mir wissen, lieber Ronny, wann finde ich deine Musik auch in den Stores? Ja, lieber Kevin, das wird ungefähr noch einen Monat dauern und dann kannst du dir Romantik ist mein Steckenpferd, wir lassen Rosen regnen und all die anderen ganzen Lieder runterladen. Meine Musik gibt's dann bei iTunes, Apple Music, Deezer, Amazon, Google Play oder Napster zum Beispiel. Ja, und dann habt ihr euren Ronny immer dabei, ne? Könnt ihr euch freuen. So. Ich würde mit dem Vogel nicht mal reden, wenn wir nicht beim gleichen Label wären. Hey Ronny, lass sein. Von euch heute bekommt man einen Tinnitus. Mann. Also wenn ihr mal richtige Musik hören wollt, dann wartet auf das neue Musikvideo von MC Schrödinger featuring Kopfleuchten 90. Das neue Lied wird heißen Ein Leben ist nicht genug und wird im Juli veröffentlicht bei YouTube und Facebook. Da gibt's was auf die Ohren. Freut euch drauf. So, du Vogel, mach mal Schluss hier. Was dreht den Hauptschalter um? Meine Fresse! Ach, der MC Schrödinger, der hat immer so eine tollen Ideen. Wahrscheinlich machen wir auch mal zusammen ein Projekt. Ey, bist du bescheuert, du Vogel? So Leute, dann kommen wir jetzt mal zur letzten Frage. Da möchte die Larissa Bonita wissen, woher ich immer meine geschmackvollen Outfits habe. Ja, liebe Larissa Bonita, ich habe schon seit langem einen blinden Scherenschleifer engagiert, der eine Umschulung als Modedesigner gemacht hat und der schneidert mir diese tollen Augenschmeichler auf meine Haut. Ach so, bevor ich es vergesse, jetzt am Sonntag wird mein neues Musikvideo, das Regenlied, veröffentlicht, im Internet, bei YouTube und Facebook. Ich hoffe, ihr schaut es euch mal an, denn es ist sehr toll geworden. Und vor allen Dingen, vielleicht bewirkt das Lied ja auch was, dass wir wirklich mehr Regen kriegen für unsere Region. Denn das ist ja wichtig, ne? Ansonsten machen wir jetzt erstmal Schluss. Oh,
Naja, und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss und bis neulich, sagt euer Ronny Romantik. Sag mal, wer hat denn hier jetzt das Licht ausgemacht? War das der Schrödinger? Alter, das ist ein Typ. Junge, 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 Junge.